Moin, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Black Desert Online Guide von mir und heute werden wir uns hier um die Stärke kümmern und zwar ist das der Wert hier, welchen man leveln kann und dann maximale Traglast bekommt. Und ja, der Guide wird relativ schnell gehen. Allerdings dauert das Leveln ziemlich, ziemlich lange. Nimmt also ein bisschen ja Zeit mit. Ich werde euch allerdings zeigen, wie ihr das Ganze AFK machen könnt, also ohne dass ihr am PC sein müsst und wie es auch relativ wenig Ressourcen fristet. Geht jetzt erstmal hier vorne zur Handelsaufsicht. Die gibt es eigentlich in jeder Stadt. Hier zum Beispiel in Tare. Wenn ihr jetzt noch ein Newbie seid, dann werdet ihr wahrscheinlich hier oben in Velia, das ist hier oben rechts, werdet ihr sicherlich Zugang haben und dort hier auf der rechten Seite findet ihr hier ebenfalls einen Händler. Ansonsten, wenn ihr in eurer Nähe einen haben wollt, dann geht ihr oben rechts auf dieses kleine Icon Symbol, dann auf Handel und dann findet ihr ebenfalls einen bzw. werdet ihr dahin navigiert. Ja, wenn ihr den gefunden habt, geht ihr da einmal rein, dann auf Handeln. Es ist völlig egal, wie teuer das Ding ist, oder also es ist völlig scheißegal. Ihr wollt einfach ein, so ein Teil haben. Hier zum Beispiel Gefäß mit Schwarzgeist, das kaufen wir jetzt einfach mal nur einmal. Ihr braucht nicht viel kaufen und sobald wir das gemacht haben, gehen wir auf, ja, alles kaufen. Und dann sehen wir hier, dass wir dieses Backpack haben. Und dieses Backpack sorgt dafür, dass, wenn wir jetzt damit rumlaufen, unseren Traglast-Skill hier verstärken, beziehungsweise den Stärke-Skill. Das dauert wie gesagt sehr, sehr lange. Allerdings könnt ihr das Ganze auch ein bisschen vereinfachen. Achtet bitte darauf, wenn ihr jetzt zum Beispiel in einer Kampfzone seid, ja, dann könnt ihr PK werden. Deswegen das Ganze am besten in der Stadt oder sowas machen. Aber ihr könnt das auch hier einfach tun, ist völlig egal. Wenn ihr irgendeine sichere Zone habt, zumindest eurer Meinung nach, könnt ihr das da natürlich auch tun. Ich werde euch nur zeigen, wie ihr das Ganze machen könnt. Und ihr müsst jetzt eigentlich erstmal einen Punkt suchen, zum Beispiel hier vorne. Ihr könnt natürlich auch weiter weg oder was weiß ich, das ist egal. Es dient eigentlich jetzt nur der Veranschaulichung. Dann geht er hier auf Wegfindungsschlaufe setzen und jetzt wird er immer hin und her laufen. Wichtig ist allerdings, dass ihr nicht in die Stadt reinlauft, also nicht das Gebiet wechselt, weil das ist ziemlich doof, wenn man hier, sage ich mal, jetzt zum Beispiel dahin setzen würde. Und den bis dahin machen, dann wird er immer hier stoppen und dann nicht weitermachen. Das hatte ich schon. Ist ein Bug, glaube ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall, vielleicht klappt das bei manchen bei mir nicht. Aber so funktioniert es, wenn es einfach irgendwo in einem Gebiet ist und nicht in der Stadt, dann funktioniert das ganz wunderbar. Jetzt drücken wir einfach auf T und dann läuft sie hier, also in unserem Fall die Wellräder, ganz automatisch hin und her. Und mit der Zeit wird dann hier die Stärke geskillt. Wenn ihr jetzt allerdings keinen Bock habt, am PC zu sitzen, ganz einfach Escape. Dann hier oben auf das Zeichen und dann auf Spiel minimieren. Dann wird das Ganze in den System Tray reingepackt. Und ihr müsst dann unten rechts, wo der Lautsprecher und so weiter ist, müsst ihr dann einfach nochmal drauf drücken und dann wird das Spiel wieder maximiert. Und dann ja, könnt ihr hier ganz einfach weitermachen. Und ja, das war auch schon. So skillt ihr Stärke. Ich hoffe mal, der Guide hat euch gefallen. Falls ja, Däumchen nicht vergessen, würde ich mich freuen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!